Hey Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Stefan und ich freue mich, dass ihr wieder mit am Start seid. Heute gibt es wieder eine neue Episode von der 5 Minuten Raw Challenge. Bedeutet, ihr könnt mir eure Raw-Dateien zuschicken und ich habe 5 Minuten Zeit, diese dann in Lightroom und nur in Lightroom zu bearbeiten. Ich wünsche dir jetzt dabei ganz viel Spaß. Wenn du selber Bock hast, mal mit dabei zu sein, einfach mal unten in der Videobeschreibung nachschauen. Dort steht nämlich drin, wie ihr mir das Ganze zukommen lassen könnt. Viel Spaß. Ich habe Lightroom direkt geöffnet und auch hier das erste Bild. An dieser Stelle nochmal ein herzliches Dankeschön an alle Einsendungen. Sind jetzt seit der letzten Folge auch wieder viele mit dazugekommen. Ihr könnt das weiterhin gerne tun. Alle Details dazu unten in der Infobeschreibung, wie ihr das machen könnt. Ich werde jetzt hier mal anfangen mit diesem Bild. Ich setze jetzt mal die Uhr hier auf 5 Minuten und sage, los geht's. Und ich würde als erstes in diesem Bild, wenn ich es mir jetzt hier so angucke, wenn der Horizont ist hier genau auf der 50%-Linie quasi, da würde ich das Bild mal ein bisschen beschneiden. Und dafür kann ich jetzt hier auch mal die Taste L drücken, dann wird der Hintergrund hier ein bisschen dunkler, dann kann ich mich wirklich nur auf den Bildausschnitt konzentrieren. Und ich drücke mal die Shift-Taste dabei, dann behalte ich nämlich diese 3:2, dieses 3:2-Format bei. Ich werde jetzt hier auch mal mit der Taste O, kann ich jetzt hier noch die verschiedenen Overlays mir mal angucken. Gehen wir hier mal auf diese 3:2-Ansicht. Ich glaube nämlich, dass wir hier ein bisschen zu viel Wasser drauf haben, ehrlich gesagt. Das Wasser finde ich unspektakulär. Ich finde den Himmel sehr spektakulär, aber das Wasser unspektakulär. Deswegen würde ich das jetzt erstmal so beschneiden. Hier auf der rechten Bildseite war insgesamt nicht so viel drauf. Ich finde aber den Himmel sehr spannend und auch die Seebrücke an sich. Aber wenn hier auf der unteren Eindrittellinie liegt, ich denke mal, dann sieht das ganz gut aus. Okay. Einmal einen Klick auf Enter und dann gehen wir jetzt hier wieder zurück. Also der Bildausschnitt, denke ich mal, sieht so wesentlich besser aus. Und dann fangen wir doch einfach mal an, ein bisschen zu bearbeiten. Ich würde jetzt als erstes mal hier ein bisschen Kontrast reinbauen, ruhig auch ein bisschen mehr, also so plus 30. Ich finde, insgesamt ist das Bild ein bisschen zu hell. Das ist gut, dass es so aufgenommen wurde, weil man dadurch natürlich alle Bildinformationen hat. Man sieht jetzt hier auch in dem Histogramm, ne, alle Details sind vorhanden, nirgendwo stößt das Histogramm an, also es ist sehr gut fotografiert. Ich würde es jetzt halt im Nachhinein wieder ein bisschen abdunkeln, damit man ein bisschen mehr Dramatik hier in das Bild bekommt. Der Himmel, dass der noch ein bisschen besser aussieht. Da könnten wir jetzt hier auch nochmal mit Verlaufsfiltern arbeiten. Also hier würde ich den Kontrast mal rausnehmen, die Belichtung aber ein bisschen runterdrehen. Und jetzt könnte man zum Beispiel hier erstmal so einen Verlauf von unten nach oben ziehen, damit wir das Wasser hier noch ein bisschen abdunkeln. Weil das finde ich tatsächlich ein bisschen zu hell. Ja, ist jetzt vielleicht auch die Abdunklung ein bisschen zu doll. Aber hier so minus 0,7 ungefähr sieht doch ganz gut aus. So, jetzt kann ich gleich auch nochmal oben einen Verlaufsfilter runterziehen. Das mache ich übrigens mit gedrückter Shift-Taste, denn dadurch wird dieser Verlauf komplett gerade. Und hier würde ich jetzt gar nicht so viel in der Belichtung machen. Die dunkle ich mal ein ganz kleines bisschen ab. Aber so ein bisschen Kontrast kann hier noch mit dazu rein. Und auch ein bisschen Klarheit. Denn Klarheit bringt diese dramatischen Wolken, die hier oben drin sind, nochmal so ein bisschen mehr zum Tragen. Das finde ich richtig, richtig gut. Und vielleicht geben wir auch mit der Temperatur, mit der Farbtemperatur ein kleines bisschen ins Bläuliche noch rein. Die Tonung könnte man noch ein kleines bisschen ins Magenta-lastige ziehen. Wenn ich damit erstmal zufrieden bin, drücke ich mal auf Fertig. Und ich glaube auch insgesamt, dass wir hier von der Farbtemperatur das Ganze noch ein bisschen ändern können. Es ist mir ein bisschen zu bläulich, dafür, dass es so ein schöner Sonnenuntergang ist. Von daher würde ich jetzt mal auf... Ich packe es mal nicht auf Schatten, sondern auf bewölkt, weil ich glaube, Schatten wäre ein bisschen zu doll. Ja, das ist jetzt schon relativ doll. Können wir mal gucken, die Tonung noch ein bisschen weiter nach oben, ein bisschen magentalastiger. Ja, jetzt brennt der Himmel richtig. Ich weiß nicht, ob es wirklich genau so aussah. Wahrscheinlich nicht ganz so krass. Also von der Farbtemperatur vielleicht ein kleines bisschen wieder zurück. Aber ich finde es schön, wenn es ein bisschen wärmer ist insgesamt. Das lässt den Sonnenuntergang einfach ein bisschen besser hervorkommen noch. So, dann werde ich mir als nächstes hier mal noch einen Radialfilter nehmen. Den werde ich mir jetzt hier nochmal so ein bisschen über die Seebrücke drüber ziehen. Also da, wo jetzt die Sonne quasi hier untergeht, die geht ja ein bisschen hier links unter, aber so auf der Höhe ungefähr. Das kann ich mir jetzt hier noch so ein bisschen rüberziehen, dass dieser Radialfilter hier auch über die Bildgrenze hinaus reinragt. Und jetzt mache ich das genau ein bisschen andersrum. Ich möchte hier also da, wo die Sonne untergeht, das Ganze nochmal ein bisschen heller machen, deswegen die Belichtung ein kleines bisschen nach oben. Die Farbtemperatur können wir hier noch ein bisschen anheben, dass es ein bisschen ja, wärmer wird noch. Die Tonung könnte man jetzt ein klein wenig noch nach oben ziehen, mehr Richtung Magenta. Ja, und es sieht auch schon mal ganz gut aus. Vielleicht ein kleines bisschen Dunst entfernen noch ins Negative.
So. Der Effekt gefällt mir richtig gut. Ich mache nochmal vorher, nachher. Ja, das sieht gut aus. Und das Schöne ist, wenn man jetzt nicht weiß, dass ich es gemacht habe, dann fällt es halt auch nicht auf. Mal kurz das Vorher, Nachher, wo wir hergekommen sind, wo wir jetzt sind. Ja, das gefällt mir schon ganz gut. Dann würde ich mal ein bisschen weiter nach unten gehen und in den Effekten auf jeden Fall eine kleine Vignette noch einbauen, weil ich denke, dass das Bild an den Bildrändern hier noch ein bisschen dunkler gemacht werden kann, um den Betrachter noch so ein bisschen zu leiten. Ein kleines bisschen könnte das Bild noch geschärft werden. Den Radius stelle ich ein bisschen weiter runter, damit die Schärfung ein bisschen feiner wird. Und mit gedrückter Alt-Taste kann ich jetzt das Ganze hier wieder so maskieren, dass die Schärfe wirklich nur da ist, wo wir sie brauchen. Ich sehe jetzt hier gerade noch so ein, zwei kleine Sensorspots. Die kann man gleich noch entfernen, aber dadurch, dass ich jetzt nur 20 Sekunden habe, würde ich mich jetzt erstmal noch ein bisschen darauf konzentrieren, hier das Ganze von der Farbigkeit noch zu ändern. Hier ein kleines bisschen Blau in den Schatten und in den Lichtern, da würde ich auf jeden Fall noch mal ein bisschen Richtung wärmere Farbtöne gehen. So, jetzt sind die 5 Minuten auch um. Also so wäre jetzt das Bild quasi nach meinen 5 Minuten Bearbeitungszeit. Man könnte jetzt sagen, man könnte es noch ein bisschen dunkler machen. So vielleicht. Vorher, nachher. Aber grundsätzlich gefällt mir das so schon ganz gut. Wie gesagt, jetzt hier so diese Sensorspots, die müsste man jetzt hier noch rausnehmen. Ja, das habe ich jetzt in den 5 Minuten nicht geschafft, aber ich denke mal, es geht ja auch eher um die grundsätzliche Bearbeitung, die mir persönlich jetzt ganz gut fällt. So, da kann ja jeder von euch mal in die Kommentare reinschreiben, ob ihr das genauso seht. Hier haben wir jetzt auch ein richtig tolles Bild, ein schönes Waldbild. Ich finde persönlich, Wälder zu fotografieren, ist eine absolute Königsdisziplin. Von daher großer Respekt. Gefällt mir auch ganz gut hier vom Bildausschnitt, dass dieser große, dominante Baum hier auf der rechten Seite ist und dann so ein Ast hier rüber geht. Das sieht gut aus. Ich packe jetzt einfach mal wieder 5 Minuten auf die Uhr und sage, los geht's. Und jetzt muss ich mal selber so ein bisschen überlegen. Also wir haben jetzt hier im Hintergrund eine schön mystische Stimmung. Ne? Und die würde ich ganz gerne noch so ein bisschen mehr hervorbringen. Deswegen Dunst entfernen, jetzt mal ans Negative gezogen und auch mal wirklich stark ins Negative gezogen. Vielleicht so auf minus 40. Und vielleicht auch sogar den Kontrast hier noch so ein bisschen weiter runter. Das kann man jetzt gleich wieder so ein bisschen gegenkontern, indem man jetzt hier zum Beispiel die Schwarztöne ein bisschen nach unten zieht und die Weißtöne vielleicht auf der anderen Seite auch noch ein bisschen weiter nach oben. Ja, aber so eine mystische Stimmung, vielleicht auch die Sättigung hier noch ein bisschen rausnehmen. Ja, nicht zu viel. Aber es sind sowieso relativ wenige Farben und vielleicht kann man jetzt mit denen noch ein bisschen spielen. Deswegen gehe ich als nächstes mal in die Kamerakalibrierung rein und werde jetzt mal gucken, was passiert. Ja, die Primärwerte blau, die ziehe ich mal so ein kleines bisschen weiter nach links. Die Grünwerte, das finde ich jetzt eigentlich nicht so schön, wenn jetzt hier die Grünwerte so einen gelblichen Farbton bekommen. Die können ruhig grün bleiben. Und die Rotwerte, jetzt auch so ein bisschen Rumspielerei hier einfach mal, um mal zu gucken, was mit dem Bild passiert. Aber ich glaube, die stelle ich ein bisschen weiter nach rechts. So, das gefällt mir schon ganz gut. Jetzt können wir natürlich noch in die HSL-Tabelle reingehen, um die einzelnen Farbtöne hier nochmal so ein bisschen anzupassen. Das heißt, man könnte zum Beispiel hier das Grün noch so ein bisschen in der Sättigung rausnehmen und auch die Luminanz ein bisschen weiter nach unten packen. Das heißt, dass die Grüntöne hier auch noch ein bisschen dunkler werden. Ja, vielleicht jetzt hier auch noch so ein kleines bisschen die Orangetöne. Das sieht doch soweit schon mal ganz gut aus. So, und jetzt würde ich auch, glaube ich, hier mal wieder anfangen mit einem Radialfilter. Dunst entfernen hier nochmal so ein bisschen ins Negative und gerade jetzt hier so im Hintergrund so ein bisschen nochmal Stimmung, mystische Stimmung aufbauen. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Vom Bildausschnitt her gefällt es mir eigentlich so, wie es jetzt gerade ist, auch schon ganz gut. Ich werde mal auf jeden Fall die Profilkorrekturen hier noch reinbringen. Okay, integriertes Objektivprofil ist schon angewendet. Also das passt soweit schon mal ganz gut. Unter den Effekten werde ich noch eine kleine Vignette mit dazu geben. So minus 10. Dass wir den Betrachter hier noch so ein bisschen lenken, weil hier oben haben wir so ein paar helle Stellen drin, die jetzt dafür nicht sonderlich förderlich sind. Aber ja, das ist jetzt so. Man kann mal gucken, ob man die so ein kleines bisschen noch rausbekommt, indem man jetzt hier den Bildausschnitt noch ein bisschen anpasst. Weil ich finde nämlich auch hier oben dieser kleine Spot, der gefällt mir auch nicht so sehr. Deswegen würde ich es hier noch ein kleines bisschen anpassen. Weil ich glaube, so passt es besser. Dieser kleine Spot hier oben, der hat mir nicht so gut gefallen. Ich denke mal, so sieht es besser aus. Okay, das sieht auch schon mal ganz gut aus. Gehen wir mal ins Color Grading hier noch rein. Und ich möchte so ein kleines bisschen so eine bläuliche Stimmung hier noch, so eine bläulich-grünliche Stimmung hier noch mit reinbringen.
Schauen wir mal, ob wir das hinbekommen. In den Mitteltönen gehen wir eher so ein bisschen ins... nicht zu viel, da muss man aufpassen, nicht zu viel. So ein ganz bisschen hier noch ins Grünliche rein. Und die Lichter könnten auch wieder so ein kleines bisschen bläulicher werden. Ja, das sieht dann so ein bisschen nach Nacht aus. Hier unten, das gefällt mir noch nicht so sehr mit dem Laub, ehrlich gesagt. Deswegen mal gucken wir mal, ob wir die Farbtemperatur hier noch ein bisschen runterbringen. Okay. Und insgesamt vielleicht die Belichtung lassen wir sie erstmal so. Die Lichter an sich würde ich noch mal ein bisschen heller machen. Ist jetzt vielleicht ein bisschen widersprüchlich zu dem, was ich gesagt habe, dass hier oben die Bereiche schon relativ hell sind, aber dadurch baue ich natürlich auch noch mal so ein bisschen Kontrast auf. Und ich finde, so gefällt es mir eigentlich schon ganz gut. Vielleicht hier noch mal in den Radialfilter rein. Hier könnte man die Belichtung tatsächlich noch ein bisschen weiter aufhellen und Dunst entfernen noch ein bisschen weiter ins Negative ziehen. Das gefällt mir jetzt wirklich schon ganz gut. Bestätige ich das Ganze nochmal und mit so einem Pinsel könnte man jetzt hier nochmal rübergehen und vor allem den Kontrast nochmal ein bisschen nach oben stellen, damit man hier den Baum nochmal so ein bisschen hervorhebt. Malt man jetzt hier nochmal so ein bisschen rüber. Über den Baum. So, schauen wir uns das Ganze nochmal an. Ja, hier habe ich jetzt ein bisschen zu viel gemalt. Das könnte man jetzt hier wieder rausnehmen. So. Kleines bisschen aufhellen. Kontrast kann hier gut mit rein. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Okay, dann klicke ich hier auch nochmal auf Fertig. Ich mache jetzt mal einen kleinen Vorher-Nachher-Vergleich. Ja, es gefällt mir ganz gut, aber es ist noch nicht so optimal. Also mit der Bearbeitung bin ich noch nicht so hundertprozentig zufrieden. Ich drehe mal die Sättigung hier noch ein bisschen weiter raus. Ein kleines bisschen, jetzt bin ich gerade am Rallying, ob Klarheit rein oder eher raus. Ich glaube fast, ich drehe die Klarheit eher ein bisschen raus, dass es so ein bisschen mystischer und verträumter noch ist. Die 5 Minuten sind jetzt um. Das heißt, ich müsste jetzt das Ganze beenden. Wir machen nochmal einen kurzen Vorher-Nachher-Vergleich. Also so sah es vorher aus. So sieht es danach aus. Ja, so hundertprozentig zufrieden bin ich nicht. Aber ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr was anders gemacht hättet. Also ich müsste, glaube ich, hier an dem Bild noch ein bisschen weiter rumprobieren. Vielleicht doch ein kleines bisschen heller machen, das Ganze. Ja, ihr könnt aber gerne mal in die Kommentare reinschreiben, wie ihr es gemacht hättet. Das ist jetzt mal so meins, wie ich es in den 5 Minuten gemacht hätte zumindest. Ich bin mal gespannt. Vielleicht ein bisschen Gradationskurve noch oder so. Ja, damit könnte man wahrscheinlich auch nochmal eine ganze Menge rausholen. Und ich bin mir halt auch mit dem Bildausschnitt noch nicht so hundertprozentig sicher. Nee, nicht so wirklich. Nicht so wirklich. Tja. Das wäre jetzt erstmal so meine Überlegung. Also ich glaube, da das Bild wird mich noch ein bisschen beschäftigen. Damit werde ich mich noch ein bisschen auseinandersetzen. Aber das jetzt hier erstmal in diesen 5 Minuten. Das war's mit dieser 5-Minuten Raw Challenge. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn dem so ist, kannst du gerne einen Daumen nach oben geben. Schreib mir, wie gesagt, auch gerne unten in die Kommentare, wie ihr das Ganze gefunden habt. Und ansonsten schau gerne mal in meinem Online-Store vorbei, www.stefanschäfer.de. Dort findest du Videotrainings, wie du Lightroom lernen kannst, sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene, genauso mit Photoshop und auch mit Luminar. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao.